Ich bekomme öfter mal die Frage, hey, im Training bin ich immer der Krasseste, aber im Spiel klappt irgendwie gar nichts mehr, was kann ich tun? Das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass du im Spiel zu nervös bist, auf einmal nicht mehr weißt, was du machen sollst, dir zu viele Gedanken machst und auch plötzlich eine ganz andere Entscheidungsfindung hast. Also im Spiel fehlt dir das Selbstvertrauen, ganz klar das Vertrauen in dich selbst und deine eigenen Fähigkeiten. Du hast zu viel Angst und mit zu viel Angst kannst du nicht frei aufspielen. Du kannst nicht das zeigen, was du eigentlich drauf hast, aber um das zu verbessern, gebe ich dir heute 4 Hacks für mehr Selbstvertrauen mit. Nummer 1, positive Gefühle triggern, zum Beispiel mit Musik. Das kann dir helfen, in den Zustand zu kommen, den eigentlich jeder kennt, in den sogenannten Flow, in diesem Zustand. Da klappt eigentlich immer alles von ganz alleine, ohne dass du wirklich drüber nachdenkst. Was kann noch positive Gefühle triggern? Das kann zum Beispiel auch die richtige Vorbereitung vorm Spiel sein, also dass du eine bestimmte Routine hast, die immer gleich ist, mit der du dich dann sicher fühlst, oder sowas wie ein Lieblingsoutfit, deine Lieblingsklamotten, wo du dich am besten fühlst. Oder du gönnst dir was richtig Gutes zum Essen, eine super Mahlzeit, schöne hochwertige Lebensmittel. Dinge, die dir einfach ein gutes Gefühl geben. Dazu gehört natürlich auch dann Brust raus, gute Körperhaltung. Allein das kann schon viel ausmachen, denn die Mind-Body-Connection funktioniert nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere. Nummer 2, sicher mit dem Ball werden. Als ich noch Jugendfußballer war, habe ich schon angefangen zu freestylen, also mehrere Stunden am Tag damit verbracht, wirklich Tricks zu lernen und den Ball zu jonglieren. Jetzt wird man natürlich nicht nur vom Tricks üben und vom Jonglieren üben zu Hause automatisch auch zum Trickser auf dem Platz, aber es hat mir trotzdem auf jeden Fall auch einen Boost auf dem Platz gegeben. Und zwar ganz konkret für das Selbstvertrauen. Man hat einfach das Gefühl, man hat den Ball gemeistert, man kann mit ihm umgehen, egal wie er kommt, man hat das richtige Gefühl, man kann ihn beherrschen einfach. Also ganz simpel, beschäftige dich mit dem Ball, lerne neue Sachen, fang an den Ball zu kontrollieren, den Ball zu meistern und dabei kannst du auch den einen oder anderen Skill vielleicht lernen. Drittens, die richtige Einstellung. Sei offensiv auf dem Platz, damit meine ich jetzt nicht nach vorne rennen, sondern geh mit der Einstellung dran, Spaß zu haben, mitzumachen und den Ball zu fordern. Nicht dran denken, was alles schief gehen könnte, sondern genau das Gegenteil machen. Visualisiere dir deine Erfolge oder denk an die Dinge, die immer schon mal gut geklappt haben in der Vergangenheit, zum Beispiel ein erfolgreiches Dribbling oder ein richtig gut geführter Zweikampf. Und ganz wichtig, hab wirklich Bock auf die Herausforderung, denn das gute Gefühl des Erfolgs, das gibt es nur, wenn man wirklich in die schwierigen Herausforderungen reingeht und diese auch annimmt. Das führt dann zu viertens, die Angst überwinden, also der Herausforderung stellen. Und das gilt für jede Angst, auch außerhalb des Fußballplatzes. Die Angst wird nicht weggehen durch Trockenübungen. Du musst da wirklich durch, also überwinde die Angst, mach die Aktion, mach beispielsweise mal das Dribbling oder schlag mal den langen Ball. Denn nur, wenn du mit den Aktionen vertraut bist, dann wird auch das Selbstvertrauen kommen. Und wenn du jetzt noch Inspiration brauchst für Trainingseinheiten alleine oder auch mit einem Partner, dann schau dir auf jeden Fall meine anderen Videos an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kamel. Ciao.